Heute müssen wir die unmöglichen Quizzes in Roblox lösen. Wir werden durch verschiedene Toiletten durchgespült werden, dabei Fragen beantworten und herausfinden, ob wir die richtige Antwort wählen. Wenn wir die falsche Antwort wählen, kommen komische Horrorbestrafungen. Macht gerne bei diesem Video mit und zählt auf jeden Fall, wie viele Antworten ihr im ersten Versuch richtig hattet und schreibt am Ende des Videos in die Kommentare, wer die höchste Punktzahl hat. Lasst den Daumen nach oben da, holt euch ein bisschen Popcorn und viel Spaß mit dem Quiz. Yo, Leute! Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einer weiteren Episode heute in Roblox. Und heute gibt es nämlich ein Umfragespiel. Und zwar, wähle nicht die falsche Rutsche in Roblox. Und ja, Leute, wir gehen jetzt in die Backrooms. Und zwar, das Portal hat sich gerade geöffnet. Und wir sollen jetzt reingehen. Wir könnten theoretisch auf NPCs schießen, aber wir sind hier tatsächlich ganz alleine, Leute. Und deswegen, wir gehen durch das Portal. Und dazu lasst einen Daumen nach oben da. In 3, 2, 1 und... Jo, wir sind drin, Leute. Die richtige Rutsche entscheidet sich anhand der Spielerzahlen. Die Mehrheit gewinnt. Oh, also ich muss mich dafür entscheiden, was die Mehrheit genommen hat. Okay, was würdest du bevorzugen? Einen Frosch küssen oder umarme eine Schlange? Ehrlich gesagt glaube ich, dass ich nicht einen Frosch küssen würde. Also ich glaube, wer sich nicht für die grüne Rutsche entscheidet, den weiß ich nicht, was mit denen ist. Aber ich entscheide mich für die grüne Rutsche! Was? War das richtig? Das war falsch, oder? Oh mein Gott. No. Was ist das? Squid Game? What's going on, Alter? Okay. Wir haben uns für die falsche Antwort entschieden. Es haben, ja, die meisten Leute sich dagegen entschieden. Also gut, küssen wir halt einen Frosch und ja, die meisten Leute entscheiden sich für Froschküssen. Doppelt so viele wie eine Schlange zu umarmen. Und ja, Leute, das hätte ich jetzt nicht gedacht. By the way, ihr könnt bei dem Quiz gerne mitmachen. Schreibt einfach in die Kommentare, ob ihr die eine oder andere Rutsche nehmt. Und wenn ihr die richtige Rutsche genommen habt, bekommt ihr einen Punkt. Am Ende des Videos müsst ihr eure Punktzahl reinschreiben. Ich sag's mal auch so, ich mache auch mit, Leute. Denn ich habe jetzt keinen Punkt bekommen, weil ich die falsche Rutsche genommen habe. Also gucken wir, wie viele Punkte wir am Ende haben. Hier ist gar nichts. Das glaube ich aber eher weniger. Moment, wo ist denn die nächste Rutsche? Ich glaube, die war eher hier, oder? Oh ja, da war die Rutsche. Wupp, wupp. Okay, alles klar. Die nächste Frage ist, bei einer Aufbewahrung von Tassen in einem Schrank, welcher ist richtig? Nach oben oder nach unten? Ich kann euch sagen, wie ich das mache. Ich mache es nach oben. Ich weiß, so trocknen die Gläser nicht, aber ich räume Gläser, die getrocknet sind, ein und nicht erst so. Weil ich finde, das ist irgendwie unhygienisch. Keine Ahnung. Ich tue sie nach oben, weil die Unterseite hat ja Kontakt mit dem Boden. Also nehme ich nach oben und ich hoffe, wir liegen richtig. Ja, wir liegen richtig, Leute. Mit doppelt so vielen Stimmen. Das heißt, der erste Punkt geht auf unser Konto. Und jetzt müssen wir diese kleine Obby schaffen. Komm schon. Okay, immerhin haben wir den Checkpoint erhalten. Das ist gut. Ich könnte schwören, dass ich das gar nicht berührt habe, aber gut. Die nächste Frage ist, welches Wetter ist besser? Heiß oder kalt? Also heiß ist sehr, sehr extrem gesagt. Ich glaube, ich will nicht, dass es heiß ist. Also warm würde eher mehr Sinn machen. Kalt, ich bin ehrlich gesagt, Leute, so. Ich mag es, wenn es kalt ist und du in deinem Zuhause bist. Du hast es kuschelig warm. Und wenn es warm ist, dann ist es schwieriger, die Temperatur runterzuregeln. Aber ja, ich weiß, was die Leute meinen. Ich glaube, alle werden sich für heiß entscheiden. Also gut, let's go! What? Das ist... Oh mein Gott, das war falsch. Ich sollte lieber doch das nehmen, was ich will. Was ist das? Sirenhead? Sirenhead! Wow! Was sind das für Räume? Okay, ich hätte nicht gedacht, dass kalt richtig ist, aber ja, tatsächlich, die meisten Menschen mögen es eher kalt. Die Frage ist, was mag man, wenn es im Raum kalt ist? Oh, die Umfrage war gar nicht so eindeutig. Nur 1,2 Millionen mehr Leute, die dafür abgestimmt haben. Das ist gar nicht mal so eindeutig. Möchten Sie die zu Ihrem Favoriten hinzufügen? Ich habe ein Trauma davon. Nein, möchte ich nicht. Was wäre schlimmer? Den ganzen Tag nasse Jeans tragen? Den ganzen Tag nassen Pullover tragen. Ohne Witz, nasse Jeans ist es. Es ist halt nicht so schlimm, wenn du einen nassen Pullover trägst. Aber habt ihr schon mal mit nassen Hosen probiert zu gehen? Das ist schlimmer. Also würde ich sagen, nehmen wir die nasse Jeans. Leute, wenn ihr das nicht genommen habt, wie kann das? Freddy Fazbear? Oh, Freddy Fazbear. Oh!
was ist mit euch nicht in Ordnung? Warum entscheidet ihr euch für nassen Pullover tragen ist schlimmer? Versteht ihr nicht, dass das abkühlt? Mann, ich bin echt schlecht in diesem Quiz, aber es ist auch wirklich ein schweres Quiz. Und ja, 8 Millionen Leute sind geistig nicht normal. Oh, jetzt geht's hier die Treppe hoch. Android oder iPhone? Leute, sorry, no cap. Ich sag's jetzt, wie es ist. iPhone for the win. Und ich habe mit Abstand recht. 10 Millionen Leute stimmen für iPhone und nur 3,8 für Android, obwohl Android mehr Nutzer hat als iOS. Das muss was heißen. Also gut, wir gehen jetzt hier runter und da ist die nächste Rutsche. Das heißt, Leute, ich habe auch den nächsten Punkt auf meinem Punktekonto. Jetzt haben wir 2 Punkte. Okay, was macht mehr Spaß? Wasserrutsche oder Achterbahn? Ich glaube, Wasserrutsche ist halt sehr cool, aber ich glaube, den großen Kick bekommt man bei der Achterbahn. Ich glaube, Leute, Achterbahn. Komm, Leute, sagt bitte Achterbahn. Bitte sagt Achterbahn. Ich habe nur Fehler. Hallo? Radioaktiv. Okay. Ist hier jemand? Hallo? Oh mein Gott. Okay, Leute. Ich mache bis jetzt nur Fehler. Ich glaube, ihr werdet locker mehr Punkte haben als ich. Aber ja, ich versuche mich jetzt zu bessern. Es war auch gar nicht so ultra eindeutig. Aber ja, leider, Leute, habe ich verloren. Okay, wo ist die nächste Rutsche? Würdest du lieber wirklich schnell sein oder wirklich stark? Oh, Mann, das ist eine schwere Frage. Weil wirklich schnell sein, was heißt das? Wie der Flash überall laufen können? Stellt euch vor, ihr habt einen Freund, der wohnt 20 Minuten entfernt oder mit dem Bus. Und ihr könnt einfach so zu ihm hinlaufen. Oder ihr seid richtig stark und ihr könnt halt Sachen anheben oder Sachen zerstören. Ich glaube, was nützlicher wäre, wenn man wirklich schnell wäre. Ich will jetzt wirklich schnell und ich hoffe, dass die meisten mir zustimmen. Also, ja, ich habe recht. Yes, Leute, das heißt, dritter Punkt geht auf mein Konto und ab jetzt rasiere ich jetzt alles, Leute. Ab jetzt rasiere ich komplett. Ich setze mich nämlich hier auf den Stuhl und was hat das gebracht? Moment, wir müssen hier entlang. Ist da die nächste Rutsche? Oh ja, da sind sie. Was kam zuerst, das Huhn oder das Ei? Schwer zu sagen, schwer zu sagen. Ich würde sagen, das Huhn und es hat irgendwann angefangen, Eier zu legen. Weil, wo kam das Ei her? Wenn ein Ei ein Huhn schlüpft, wer hat es gelegt? Das muss ja ein Huhn gewesen sein. Also, das Huhn. Komm schon, bitte, 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 Leute, bitte. Ich habe wieder einen Fehler gemacht. Huggy Wuggy. Hallo. Huggy Wuggy. Oh mein Gott. Huggy Wuggy. Oh Mann, Huggy Wuggy. Okay, Leute sagen, es ist das Ei gewesen. Na gut, von mir aus. Okay, wie viele Umfragen haben wir noch? Bis jetzt habe ich nur 3 mickrige Punkte und es läuft wirklich nicht gut heute. Aber ich glaube, hinter dieser Tür befindet sich vielleicht die letzte Frage oder noch eine Frage. Ich weiß es nicht. Ich laufe hier mal gerade in die Richtung. Hier ist nichts. Okay. Vielleicht sollte ich da doch reingehen, wo der Pfeil hin zeigt. Das sieht mir allerdings ein bisschen sass aus. Okay. Also Leute, ihr wisst Bescheid. Wir gehen da jetzt runter. Was erwartet mich? Yo! Ganz einfach. McDonald's oder Burger King. Und da möchte ich nicht, dass ihr einfach in eurem Kopf euch entscheidet, sondern schreibt es in die Kommentare. Was ist eure ehrliche Meinung? McDonald's oder Burger King? Ich persönlich finde, die Burger bei Burger King sind okay, sind besser wegen dem Fleischgeschmack. Aber irgendwie, ich habe den Burger aufgemacht, dann sind da so komische Punkte auf dem Fleisch. Und diese ganzen Dokus, die letztens rausgekommen ist, wie unhygienisch das ist. Und du musst ewig warten, bis du deinen Burger kriegst bei Burger King. Deswegen würde ich sagen, McDonald's auf die 1, Leute. Burger Pommes auf die 1, pack die Pommes in den Burger rein. Und 11 Millionen Leute entscheiden sich dafür. Es ist also richtig, Leute. Es ist also richtig, Freunde. McDonald's auf die 1. Und da ist die nächste Frage. Wie lange geht das hier? Ich mag die Map. Leute, wollt ihr mehr davon haben? Ich habe da richtig Bock drauf. Dann schreibt gerne Part 2 in die Kommentare. Was ist besser? Äpfel oder Orangen? Orangen schmecken besser. Ich muss es sagen. Orangen und Orangensaft. Leckerster Saft. Äpfel zum Essen. Ja, leichter zu essen, aber ich sag Orangen. Was für Saft? Ich sag Orangensaft. Und Orangensaft auf die 2. Warum? Na gut. Weihnachtsmann? Der Weihnachtsmann. Es ist... Oh nein, es ist... Nein, 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 ey, Mann, es war der Grinch. Nur weil ich keine Äpfel, weil ich Orangen mehr mag als Äpfel. Vielleicht sollte ich einfach nicht nachdenken, was logisch ist, sondern nachdenken, was die Leute mehr mögen. Vor allem auch, was sie international mögen. In Deutschland mögen wir, glaube ich, Orangen mehr oder Äpfel. So, wo ist der nächste Raum? Wo ist die nächste Rutsche?
Wir müssen also einen Zugang finden. Und eigentlich geht es hier rein, aber irgendwie komme ich da nicht... Ah doch, ich komme rein. Komm schon, die nächste Frage. Frage-Antwort-Runde. Oh, Achtung, eine kleine Obby. Kleine Mini-Obby. Jetzt hier runter. Und da ist die nächste Frage. Welches wäre besser? Eine Zeitmaschine oder Teleportationsmaschine? Ganz wild. Ganz wild. Was ist, ich denke wieder zu logisch. Wenn du eine Zeitmaschine hast, wirst du trotzdem älter. Du kannst in die Zeit zurückreisen, vielleicht was ändern und in der Zukunft dann Millionär werden, weil du im Lotto gewinnst. Das ist etwas, was man machen kann. Teleportation ist eher für deine eigene Zeit. Du musst nie wieder im Stau stehen. Du kannst von A nach B sofort, du kannst die ganze Welt erkunden. An einem Tag kannst du in jeder bekannten Stadt der ganzen Welt sein. Es könnte super cool sein, einfach in New York oder in Liberty City, also ich meine in Vice City, San Andreas. Irgendwo sein. Ihr könntet vielleicht sogar auf den Mond, aber dann solltet ihr vorher einen Anzug tragen. Teleportationsmaschine. Zeitmaschine, Teleportation. Ich sag euch eins, ich glaube die meisten, also ich als Kind, ich fand Teleportation interessanter. Irgendwie, aber Zeitmaschine, weißt du was, ich nehme die Zeitmaschine. Lotto, Sechser im Lotto, komm. Sechser im Lotto ist immer gut. Sechser im Lotto. Ich sollte wirklich nicht nachdenken. Ich sollte auf mein Bauchgefühl hören. Ich mache nur Fehler. Da ist der Weltraum. Einfach UFO. Okay, ich wurde von einem UFO erledigt. Wow. Respawn ich auch? Hallo? Ist ja ein Respawn. Okay, Leute, da wären wir wieder. Ich muss das ganze Spiel eben noch einmal neu starten. Aber jetzt sind wir wieder hier. Und das heißt, wir kriegen jetzt auch eine neue Frage. Und zwar gibt es auch wieder einen weiteren Punkt für denjenigen, die die richtige Antwort nimmt. Pfannkuchen oder Waffel? Für mich ganz klar Pfannkuchen. Pfannkuchen auf die Eins. Komm schon, Pancakes. Ja, let's go. Jetzt geht's voran, Freunde. Und wo landen wir als nächstes? Ist das etwa vorbei oder kommt da noch eine Rutsche? Oh, ich habe eine ganz blöde Befürchtung. Oh, yo. Einfach, man muss hier Mission Impossible machen. Ja, so. Dum, 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 dum. Was hättest du lieber? Zusätzliche Finger, zusätzliche Zehe? Ich glaube, keiner will zusätzliche Zehe haben. Wofür benötigen wir die? Ich kann auch nur mit zwei Zehen oder so auskommen, aber mit zwei Fingern geht nicht. So ein sechster Finger, stellt euch vor, ich weiß nicht, ich finde beides ist nicht unbedingt notwendig, aber ich hätte gerne noch eine dritte Hand. Das wäre cool. Aber gut, ein zusätzlicher Finger nehme ich und ich hoffe, dass die meisten sich auch dafür entscheiden. Und es ist richtig! 10 Millionen Leute und Leute, zwei in Folge. Das erste Mal, dass ich zwei Antworten in Folge richtig habe. Jetzt geht's hier nach oben. Oh, wie lange geht denn das hier noch, dieses Quiz? Ihr macht hier eine Umfrage aus mir. Oh, warte, was ist das denn? Gucken wir mal raus. Das sind diese sogenannten Hotel. Habt ihr das? Da war gerade ein Monster. Habt ihr das gerade gesehen? Da hinten war ein Monster. Können wir das nochmal im Replay sehen? Da war doch gerade was. Da ist es wieder. Ich sehe ihn. Hallo. Okay. Oder irgendjemand ist da. Welches wäre besser, Leute? Marshmallows regnen oder Skittles regnen? Marshmallows ist gut. Skittles tun weh, wenn sie auf deinen Kopf landen. Ich glaube, niemand ist so dumm und wählt Skittles. Das macht doch überall Kratzer, auch wenn die lecker sind. Marshmallows klingt gut. Dann hast du schön weiche Pampe. Warum entscheidet sich jeder für die dümmsten Antworten, die keinen Sinn machen? Oh nein, nicht wieder das UFO. Das ist der Moment, wo mein Spiel nämlich nicht gerespawnt ist. Und respawne ich? Bitte, Spiel. Oh nein, nein. Doch, ich respawne. Oh. Okay, Leute. Ich verstehe nicht, warum ihr alle Skittles wollt. Wer auch immer diese Umfragen macht, ich habe keine Ahnung. Aber die Umfrage war nicht so ultra eindeutig. 2 Millionen mehr. Ja, es ist schon etwas. Wo ist die nächste Rutsche? Oh, da ist sie. Ey, Leute, das ist wirklich eine krasse Map. Ich mag diese Umfragen-Maps. Und da ist das nächste. Was würdest du lieber? Schnell sein, wirklich stark. Hier gebe ich keinen Punkt, Freunde. Die Frage hatten wir schon, als wir das letzte Mal gespielt haben. Deswegen sage ich jetzt ganz klar. Warte, war es wirklich stark oder wirklich schnell? Ich glaube, es war wirklich stark. Das haben die Leute doch angekreuzt. Ich mache gerade einen Fehler, wo ich es vorher richtig hatte. Oh oh. Pennywise. Hallo, Pennywise. Let's go. Ja, Mann, danke, dass du mich so einfach erledigt hast. Okay, cool. Ja, ich muss wieder diese Obby machen. Okay, Exit. Wir haben den Ausgang gefunden, Leute. Er sagt, dass dies der Ausgang ist. Kannst du es testen? Ja, klar, natürlich. Das ist ganz eindeutig der Ausgang. Soll ich dem trauen oder nicht? Eins in den Chat, ja. Zwei in den Chat, nein. Ich glaube... ja, klar, das ist doch der Ausgang. Jawohl, wir haben es geschafft. Ist das euer Ernst? Wir sind in den Poolrooms gelandet. Es ist noch nicht vorbei.
Der coolste Hai. Jetzt sind da drei Antwortmöglichkeiten. Was? Leute, das Erste, was ich mache, ist einfach mal reinspringen. Whee! Oha, man kann schwimmen. Wie cool ist das bitte? Oha, ich dachte nicht, dass das so funktioniert, aber unter den... Warte mal, da drunter ist Wasser. Okay, okay. Ich feiere das. Ich feiere das sehr. Und hier ist nichts. Ja, genauso wie es normalerweise in den Poolrooms ist. Und es gibt auch keine Fenster oder so. Aber ja, Leute, ich würde sagen, wir machen ein Spielchen daraus. Und ihr spielt gerne mit. Entweder ihr nehmt euch einen Taschenrechner oder ihr zählt, wie viele Punkte ihr sammelt. Ich entscheide mich für eine bestimmte Frage. Wenn sie richtig ist, bekomme ich einen Punkt. Ihr sagt aber auch, welche Antwort ihr nehmt. Und wenn eure Antwort richtig ist, bekommt ihr einen Punkt. Am Ende des Videos vergleichen wir, wie viele Punkte wir haben. Okay, die erste Frage ist, der coolste Hai. Ist es der Megamund, der große Weißer? Was ist ein großer Weißer? Oder der Hammerkopf? Ich würde sagen, Leute, Megamund, Megamouth, ich weiß es nicht. Ich nehme den großen Weißen, das ist der Standardhai, den jeder kennt. Und ich hoffe, dass wir richtig liegen. Und wir haben recht! Das ist der erste Punkt auf mein Konto. Okay, die Episode geht schon mal besser los als im letzten Video. Das beste Eis. Erdbeer, Vanille, Schoko. Mann, ey. Ich kenne Leute, die mögen Schoko. Viele mögen Schoko. Sehr viele mögen Schokoeis. Ich persönlich mag Erdbeereis am liebsten. Und komm, für die Ehre des Erdbeereis, auch wenn es vielleicht nicht richtig ist, ich nehme das Erdbeereis. Komm schon. Erdbeer. Nein, es ist falsch. Es ist falsch. Hey, herzlichen Glückwunsch. Jawohl. Oh! Mann, ich dachte wirklich, wir hätten es geschafft. Okay, für mich gibt es also keinen Punkt. Für welche Antwort ihr euch entschieden habt, müsst ihr euch jetzt aussuchen. Ich gucke jetzt mal, ob es Schokoeis ist und ich glaube, dass die meisten das Schokoeis mehr mögen. Das müsste es sein. Ja, und zwar mit... Erdbeer ist auf Platz 3. Rest in Peace, Erdbeereis. Okay, hier haben wir auf jeden Fall die Poolrooms und es sieht so aus, wir haben die nächste Frage. Beste Art von Eiswürfel für Getränke? Der Würfel, der Halbmond oder das Nugget? Ich wusste gar nicht, dass es verschiedene Eiswürfelformen gibt, die benannt werden. Ich weiß, dass sie bei in USA die Nuggets gerne verteilen mit so einem Loch drin, weil irgendwie, ich sag euch, was der Grund ist, weil die einfach Geld sparen. Das ist auch irgendwie kühlt das Getränk schneller runter. Ich mag den klassischen Eiswürfel. Und ich hoffe, die meisten stimmen mir zu, weil es ist einfach der schönste Würfel. Und wenn ihr da nicht abstimmt, oh Junge, Alter, das ist die eindeutigste Umfrage. Bis jetzt noch nie so eindeutig gewesen. Wow, guckt euch mal an. Okay, ich habe einfach den halben Parcours geskippt für die nächste Frage. Und die nächste Frage lautet, das Schlimmste, was man im Dunkeln machen kann, ist Fangen spielen, gruselige Musik spielen oder Fernsehen gucken. Oh, ich weiß nicht, ob das Fangenspielen im Dunkeln ist cool. Ich habe früher mit meinem besten Freund immer Flummis im Dunkeln geworfen und wir haben uns immer unter der Bettdecke versteckt. Wir haben gefühlt so krass viel mit den Flummis geworfen und nein, der Fernseher ist nicht kaputt gegangen, der hat einfach ausgehalten. Fernsehen angucken im Dunkeln, das ist auch cool. Gruselige Musik ist gruselig. Also, ja, und ich habe recht, Leute. Nice. Vergesst nicht, euch selbst zu entscheiden in dem Video. Ihr müsst natürlich eure Punkte zählen. Und unbedingt einen Kommentar da lassen, wie viele ihr am Ende habt. Könnt ihr gegen mich gewinnen? Ich frage mich gerade, wo ist der nächste Raum? Oh, der ist schlau platziert. Der ist nämlich hier in diesem Tunnel. Okay, am meisten nutzloser, nicht Schlüssel, sondern Key, also welche Taste? F12, Steuerung LK. Pause, Break. Wo ist Break, Pause? Keiner nutzt Break, Pause. Kein Mensch nutzt Break, Pause. Ich kenne niemanden, der Break, Pause benutzt. Ich wusste nicht mal, dass das eine Taste ist. Ist es falsch? Was? Ist es vielleicht F12? Oh mein Gott. Oh! Es ist Godzilla! Mann! Okay, dann F12. F12 benutzt wirklich keiner. Also, was? Ist es auch falsch? Ich höre jetzt Tastengeräusche. Wer tippt da? Hallo Welt. Lokale Backrooms, Spielbereich. Klon, Hinterzimmer, Klon. Klon Parent, Warte 5. Klon zerstören. Wow! Okay. Na gut, Steuerung LK, was keinen Sinn macht, weil Steuerung links benutze ich immer. Steuerung V, Steuerung C, das ist Steuerung L. Ihr seid alle dumm. Wobei, ich weiß ja nicht, die Leute, die Roblox spielen, die benutzen vielleicht... Ihr selbst benutzt auch Steuerung zum Ducken manchmal.
Bester Goldfisch. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Also, das ist doch... Das ist ein Goldfisch. Und das hier... Ich weiß nicht. Ich nehme den Kometen. Komm. Wenn der Komet heißt, das ist vielleicht ein Übersetzungsfehler. Wir haben recht. Nice. Nice. Jawohl, das ist cool. Okidoki, meine Damen und Herren, wir haben noch ein paar weitere Fragen. Bester fiktionaler Roboter. Bitte enttäuscht mich nicht. Optimus Prime, R2-D2 oder Freddy Fazbear. Okay, ich glaube, weil Freddy Fazbear die letzten Monate so ein Meme war, ist es Freddy Fazbear. Bitte. Ey, und ich hab recht. Oh, Cholera, Chito Freddy Fazbear. Die nächste Frage, meine Damen und Herren. Wer würde einen Kampf gewinnen? Ist es ein Gorilla? Ist es ein Krokodil? Oder ist es ein Löwe? Und ich glaube, ich treffe meine Entscheidung jetzt. Und zwar, ich entscheide mich für den Gorilla. Komm schon, bitte. Gorilla, Donkey Kong, King Kong. Ja, nice, nice, Leute. Ich habe bereits 6 Punkte. Es läuft deutlich besser als im ersten Video, muss ich euch sagen. Deswegen habe ich einen guten, ja, ein gutes Gefühl, dass ich euch in diesem Video besiege. Stein, Papier oder Schere? Ich mach's jetzt. Ihr macht's auch. Wenn ich gewinne gegen euch, lasst ein Like da. Und wenn es unentschieden ist, lasst ein Abo. Wenn ich verliere, keine Ahnung, könnt ihr machen, was ihr wollt. Schnick, Schnack, Schnuck. Noch einmal, wenn ihr verloren habt. Schnick, Schnack, Schnuck. Okay. Habt ihr gewonnen? Habt ihr verloren? Ich weiß es nicht. Ich entscheide mich für Stein. Das ist das, was die immer am ersten machen, weil es ist tatsächlich bewiesen. Die meisten nehmen Stein. Das ist tatsächlich auch für die erste Runde immer eine gute Siegesalternative. So, das Schlimmste, was man in einem Sandwich finden kann. Eine Fliege, ein Haar oder Schimmel. Oh, yo. Na, Schimmel ist natürlich super schlimm. Aber am meisten ekel... Also Schimmel, ja... Aber ich... Weißt du was? Fliege oder Schimmel? Ich sag Fliege. Bruder, eine Fliege im Essen, das ist wild. Wenn man das hat, es ist einfach richtig. Leute, ich lerne dazu. Ich lerne dazu. Ausgang? Wo ist dein Strahlungsanzug? Zieh das an und... Bro, hätte mir einfach den Strahlungsanzug gegeben. Dankeschön. Das ist einfach ein Backrooms-Anzug. Vielen Dank, Bro, aber kommst du hier durch? Ich meine... Es sieht ja ganz nett hier aus. Man kann hier schwimmen und man ist nass und so. Aber ist das wirklich der Ausgang? Wir haben wirklich gut performt. Wir haben richtig gut performt. Aber ich kann mir nicht denken, dass das der Ausgang ist, oder? Letztens war es nämlich der Eingang in die Poolrooms. Oh, Leute, wir sind im nächsten Level der Backrooms angekommen. Und jetzt ist der Ultra-Modus aktiviert. Hier habt ihr die Möglichkeit, richtig gut Punkte gegenüber mir zu bekommen. Löwe mit dem coolsten Haar. A, B, C, D. Ich entscheide mich für A, weil A sieht aus nach einem echten Löwe. Der andere hat einfach Spaghetti-Haare. Wer nicht A nimmt, der ist... Was passiert jetzt? Oh mein Gott. Ein Schneesturm. Es schneit. Oh, ich bin eingefroren. Nein. Okay, dann... Weißt du was? Der coolste Löwe ist der... Fancy, mit diesem pinken Haar, mit diesem lila Haar. Das ist der fancyste Löwe. Das haben halt wirklich Leute genommen. Aber es ist kein Punkt für mich, weil ich habe die erste Antwort falsch gemacht. Bester Squid Game Charakter. Kangsei Biokay. Oh Il Nam. Abdul Ali. Song Gi-hung. Song Gi-hung, Bruder. Ehrenbruder, der Main Character. Was? Lasst mich raten, ihr Sims habt alle das Mädchen genommen, oder? Ihr habt alle das Mädchen genommen. Glaube, ihr habt es genommen. Danke, Huggy Wuggy. Dankeschön. Okay, sie ist auch wirklich ein gut geschriebener Charakter. Es müsste sie sein, oder? Oder es ist der Opa von... es ist nicht mal das Mädchen? Oh mein Gott, Peppa! Peppa! Hilfe! Okay... Na gut, dann muss es der erste Charakter sein. Oder, wisst ihr was? Vielleicht haben die Leute ja gar nicht Squid Game geguckt. Oh, sie fanden ihn am besten. Na gut. Mit Abstand. Okay, interessant. Bestes Schreibwerkzeug. Eine normale Feder, ein Marker, ein Bleistift oder ein Bleistift. Na gut. Ich glaube, der Bleistift ist das Beste. Aber das ist eine normale Feder. Ich bin verwirrt. Ich gehe auf Risiko. Bleistift.
Bleistift. Bleistift! Ja, Mann! Bleistift-Gang! Oh, es geht runter! Es geht runter! Wo geht's als nächstes rein? Whee! Okay! Bestes AI-generiertes YouTube-Thumbnail. Das sind alles AI-Thumbnails? Wie? Mit welcher KI wurde das denn bitte gemacht? Holy. Okay, die sehen alle bescheuert aus. Ehrlich gesagt muss ich sagen, das Einzige, was irgendwie Sinn macht, ist das A oder C. Ich sag einfach mal, weißt du was? Ich sag einfach mal A. Was ist das für eine komische Frage? Mal schauen. Yo, das ist krass. Der Typ testet YouTube-Thumbnails in seiner Map. Er ist einfach genial. Er sammelt Daten von Leuten und wertet sie selbst für sich aus. Wie krass. Welches Bauernhoftier? Huhn, Kuh, Ziege, Schwein. Ich entscheide mich zwischen Kuh oder Schwein und ich glaube, es ist, meine Damen und Herren, das beste Schwein ist die Kuh. Die Kuh! Wie viele Kuhs hat das Haar? Wie viele Kuhs hat das Haar? Eins! Ja, Mann! 11 Punkte, meine Damen und Herren, habe ich jetzt schon. Der leckerste Donut von allen. Welcher ist der leckerste? Der Schokodonut, der grüne Donut, nee, der Streuseldonut oder der glasierte Donut? B oder A? Ich glaube, ich nehme A. Der sieht so saftig aus. Der sieht so lecker so aus, aber ich glaube, es könnte auch B sein und es ist wahrscheinlich SpongeBob. SpongeBob, Bikini Bottom, Thaddäus, hey, alles gut bei dir, Bro? Du bist kein guter Freund, Thaddäus. Nein. Okay, alles klar, dann nehme ich B. Es sei denn, ja, ich nehme einfach B. Komm, B. Und es ist B. Aber ja, es gibt keinen Punkt dafür. Noch ein weiterer Ausgang. Scheint sehr gefährlich. Du gehst zuerst. Ja, aber das ist jetzt echt der Ausgang. Ist das jetzt echt der Ausgang? Komm schon. Gib mir jetzt bitte den echten Ausgang. Ja. Oh nein. Bällebecken. Wow. Wir sind im Bällebecken. Wow. Wo soll ich lang? Wo soll ich lang? Ist das ein unendliches Bällebecken? Oha, es ist ein Bällebecken-Labyrinth. Wir müssen jetzt den Ausgang über den Bällebecken finden. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin, oder? Ja, oh nein, es sind noch mehr Fragen. Jetzt sind es 5 Fragen. Wie viele habt ihr noch von diesen Maps? Bester Keks, Lebkuchen, Oreo, Linzer, Chocolate Chip. Haferflocken. Ich glaube, jeder sagt Oreo, weil jeder Oreo kennt. Das ist eine Riesenmarke. Es ist falsch. Okay. Choo-Choo Charles? Es ist ein Zug. Ich weiche einfach aus. Kann er mich trotzdem erwischt haben. Okay, dann nehmen wir eben Chocolate Chip. Das ist, glaube ich, ein sehr leckerer Keks. Einfach ein normaler Keks. Oha, Haferflocken. Und Linzer. Niemand mag die. Ich kenne Linzer nicht, aber es klingt ganz, glaube ich, interessant. Was ist das? Das beste Emoji. Leute, ich liebe doch das Lach-Emoji. Ich liebe doch das Lach-Emoji. Komm schon. Komm schon. Wo ist die Lach-Emoji-Gang? Wo ist die Lach-Emoji-Gang? Amogus. 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 Okay, dann würde ich sagen, das schreiende Emoji vielleicht. Komm schon. Nein. Was ist das für eine Musik? Oh. Das bin ich. Hey, das bin ich. Hallo, der Ausgang. Hä? Paralleluniversum? Okay, ich weiß nicht, das Herzaugen vielleicht. Mögen das die Leute? Bitte, 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 bitte. Ja, das Lach-Emoji ist auf Platz 2. Immerhin, Leute, die Lach-Emoji-Gang enttäuscht mich doch nicht so sehr. Lach-Emoji-Gang. Was ist das denn? Das beste, die beste Art von Ei. Sandwich, Rührei, hart gekocht, Omelette. Ich mag Scrambled Eggs. Also Rührei. Rührei, my favorite. Leute, ich sammle keine Punkte mehr. Es ist auch wirklich schwer. Squid Game. Oh mein Gott, wieder das Squid Game Ende. Bam. Oha. Dann vielleicht hart gekocht, bitte. Nein. Oh Gott. Alter. Einfach Godzilla. Dann muss es halt das, wie nennt man das, Spiegelei sein. Wow,
Sehr, sehr, sehr eindeutig. Ich habe schon etwas länger kein Spiegelei gegessen. Aber die Leute scheinen es wohl mehr zu mögen. Okay. Bester Schauspieler, um Mario in einem Live-Action-Film zu spielen. Johnny Depp. Brad Pitt. Liam Neeson. Ich glaube nicht, dass das Herr Kreuzfahrt ist, sondern das ist wahrscheinlich Tom Cruise und nicht Tom Kreuzfahrt. Oder Leonardo DiCaprio. Also irgendwie feiere ich Liam Neeson, aber irgendwie Johnny Depp. Es ist so witzig, aber weißt du was? Ich würde tatsächlich den Herrn Tom Kreuzfahrt nehmen. Der wirkt für mich ein bisschen mehr wie Mario. Nein, niemand will Tom Cruise als Mario haben. Skibidi Toilet? Skibidi Dop 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 Dop! Na gut, dann vielleicht dann Liam Neeson? Ich meine, es sieht mehr... Okay! Tom Cruise war Platz 2. Liam Neeson, Nielsen haben die alle gewählt. Vielleicht sollte ich einfach mal nach Optik entscheiden, nicht wer die Leute sind. Nächste Frage. Welches Hybridtier? Eine Krogiraffe? Ein Flamingkrokodil? Ein Flaming-Schildkröte? Ein Huhn-Leguan oder Eidechse? Ein Katzenhai? Komm, Katzenhai auf die 1. Katzenhai auf die 1! Endlich ein Punkt, endlich ein Punkt. Hey, dieser Ort macht Spaß, ich glaube, ich bleibe. Ja, und ich gehe jetzt endlich in den Ausgang durch. Völlig egal, wie viele Fragen jetzt noch kommen. Hier ist Schluss. Hängt ihr das Toilettenpapier drüber oder drunter? Und ganz ehrlich, wenn ich diese Frage lese, alle Leute, die sich für diese Seite entscheiden, was ist los mit euch? Habt ihr euch für das entschieden? Dann müsst ihr jetzt einen Daumen nach oben da lassen. Und wenn ihr auf der Seite seid, könnt ihr sowieso einen Daumen nach oben da lassen. Wir spielen nämlich wieder den Entweder-Oder-Simulator in der Toiletten-Edition. Und heute spielen wir diesen Modus nämlich zu Ende, denn letztens haben wir irgendwo pausiert und wir werden das Ganze nämlich gegeneinander spielen. Nehmt euch auf jeden Fall etwas Zeit. Ihr könnt entscheiden, links oder rechts. Wenn ihr richtig liegt, bekommt ihr einen Punkt. Wenn ich richtig liege, bekomme ich einen Punkt. Falls wir beide das gleiche haben und richtig liegen, kriegen wir einen Punkt. Ich entscheide mich erstmal für drüber. Und jetzt gucken wir mal nach, ob das Ganze richtig ist. Und ja, es ist... let's go! Es ist richtig. Okay, damit würde ich sagen, haben wir den ersten Punkt in der Tasche. Und ich hoffe, ihr auch. So, wo befindet sich die nächste Toilette? Ich glaube, es geht da lang. Wobei, ich glaube, es geht über die rote Röhre. Wow, wo war ich gerade? Ich war einfach irgendwie in den Backrooms oder so. Okay, der Weg scheint ziemlich lange zu gehen. Aber ich glaube, da ist die nächste Frage. Was würdest du lieber sein? Ein Roboter in einer Welt unter Menschen oder ein Mensch in einer Welt unter Robotern? Okay, für die Leute, die die Frage nämlich bei dem letzten Video schon gesehen haben, die können das Ganze schon mal wissen. Ich entscheide mich für ein Mensch in einer Welt voller Roboter zu sein. Ich denke, das klingt doch ganz okay, oder? Weil Menschen sind böse und so? Oder liege ich da falsch? Oh nein, ich hatte es vorher richtig und jetzt habe ich es falsch. Oh nein, Pennywise. Nein, bitte tu mir nichts. Oh nein, Hilfe, der Ballon. Yo, wo fliege ich denn hin? Lass mich. Ach, Mann. Okay. Es könnte sein, dass ihr euch jetzt den nächsten Punkt geholt habt, weil ihr vielleicht richtig gelegen habt. Also bin ich natürlich auf euren Highscore gespannt am Ende. Den könnt ihr in die Kommentare schreiben. Am Ende des Videos nicht vergessen. Aber ja, das heißt, diese Antwort ist richtig. Und es gibt keinen Punkt, weil die erste Antwort zählt und nicht die Antworten, die du danach gibst. So, und jetzt haben wir den superharten Modus aktiviert. Da haben wir nämlich letztens aufgehört. Wir gehen nämlich jetzt in die tiefere Ebene, spülen uns einfach mal runter und ab jetzt wird es 3 Toiletten geben. Das heißt, hier wird es deutlich schwieriger werden. So, ich glaube, hier waren wir auch noch in der letzten Folge. Wo ist denn die Toilette? Okay, da geht's lang. Und zwar die Fragen. Mit welchem Tier möchtest du einen Tag die Plätze tauschen? Katze, Vogel oder Affe? Ich weiß nicht. Eine Katze, ja, die ist ganz süß und so. Und wenn sie runterfällt, kann sie gefühlt auch aus unendlicher Höhe draufgehen. Ein Affe, warum? Ich würde ein Vogel sein. Alleine, weil ich fliegen kann. Weil das kann keine der Kreaturen danach. Die können nämlich nicht fliegen. Ich habe noch keine Katze gesehen, die geflogen ist. Und jawohl, Leute. Let's go. 2. Punkt. Oh mein Gott, was ist das hier? Das ist hier irgendwie so eine Art Backrooms-Labyrinth. Aber ich glaube, wir haben den richtigen Weg gefunden zu den nächsten Toiletten. Und zwar die nächste Frage. Welche Art von Früchten würde die besten Hut machen?
Ananas, Wassermelone oder Banane. Okay, also eine Wassermelone sieht schon ziemlich nice aus. Aber die Banane hat Drip. Wow, ich würde sagen... Nee, die Ananas. Ich würde Ananas tippen. Also nehme ich jetzt einfach Ananas. Bitte, es ist richtig. Bitte. Bitte seid nicht auf der Seite der Wassermelone. Ist es? Ja, ich habe recht. Nice. Okay, hättet ihr das gewusst? Ich denke, 70% hätten es gewusst. Und wisst ihr, was auch 70% noch nicht gemacht haben? Ganz genau. Meinen Kanal abonniert. Leute, 70% haben diesen Kanal noch nicht abonniert. Was ist los? Smash den Abonnieren-Button. Drückt auf den Abonnieren-Knopf. Denn sonst mache ich die nächste Frage nicht weiter. Ich warte. Habt ihr schon abonniert? Ich warte noch ein paar Sekunden. Dankeschön, Freunde, fürs Abonnieren. Die nächste Frage lautet, was ist der schlimmste Käfer, den man im Badezimmer finden kann? Silberfisch, Kakerlake oder ein Tausendfüßler? Also Silberfische, boah, da kenne ich die Story von Erne von Feel FIFA. Der hatte ja mal eine Silberfische-Plage. Die hat er zum Glück in den Griff bekommen. Ich denke, Kakerlake ist es. Also mal ganz ehrlich, ein Tausendfüßler krabbelt nicht so schnell. Aber eine Kakerlake, die ist super schnell. Oh mein Gott, und? Es ist falsch? Was? Was findet ihr denn am ekelhaftesten? Oh, Homer Simpson. Ey, Mann, danke für die Donuts. Okay, aber ich weiß jetzt nicht, was könnte denn jetzt ekelhafter sein? Silberfisch oder Tausendfüßler? Ich glaube, die Leute haben Tausendfüßler genommen, weil der auf dem Foto richtig gruselig aussieht. Aber ich mag Tausendfüßler. Wobei, hat man die schon mal gesehen? Vielleicht sagen die Leute Silberfisch. Nein, Kakerlake ist zwar auf Platz 2, aber ich hätte gedacht, dass es deutlich näher dran ist. Aber gut, leider gibt es keinen Punkt für mich. Aber ja, wir sind mittlerweile immer tiefer in den Badezimmern gefangen. Und die nächste Frage ist, was ist der beste Weg, um sich zu entspannen? Ein Schaumbad. Meditieren oder lustige Videos ansehen? Also ganz ehrlich... Schaumbad, so mit richtig warmem Wasser, so richtig warm, kurz vor der Schwelle, dass es zu heiß ist, legt ihr euch hin und ihr, kennt ihr dieses Feeling? Kennt ihr dieses Gefühl? Das ist schon richtig zum Entspannen. Lustige Videos ansehen, würde sagen, ja, ich mache das die ganze Zeit, damit entspanne ich mich auch. Lustige Videos, auf die 1. Und es ist richtig, es ist falsch. Ich freue mich, dass es falsch ist. Ich hoffe nur, dass es das Bad ist. Leute, warum kommt der Bagger? Oh nein, der Bagger zerstört hier alles, die ganze Toilette. Mann. Okay, ich sollte jetzt wirklich die richtigen Toiletten treffen, weil ich habe nur 3 Punkte gerade. Ich glaube, ihr könntet mehr haben. Also gut, meditieren. Ich weiß nicht, wer meditieren genommen hat. Also wir nehmen einfach Schaumbad. Ich hätte es nehmen sollen. Ich hätte es nehmen sollen. Und es ist richtig. Okay, es ist ganz gut. Es ist ziemlich knapp gewesen, aber ja... Ich habe es leider nicht richtig erraten. So, wow. Was ist da unten? Wir müssen jetzt schwimmen. Oh, wir müssen jetzt schwimmen. Okay. Okay, das kriegen wir hin, Freunde. Das kriegen wir hin. Let's go. Die nächste Frage ist, coolste Tierstruktur? Ein Bienenstock, ein Ameisenhügel oder ein Spinnennetz? Was ist das coolste? Ein Ameisenhügel finde ich richtig ekelhaft. Ein Spinnennetz auch. Aber es ist cool. Es sieht cool aus. Und ein Bienenstock, ja... Ich nehme das Spinnennetz, weil manche von denen, die sehen schon ganz cool aus. Junge, wie spüle ich denn gerade runter? Okay, bitte, 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 ist es richtig, bitte, ist es richtig, bitte. Ja, let's go. Woo! 4. Punkt. Nice, ich hatte erstmal dieses Mal recht gehabt. Oh, wo geht's denn jetzt lang? Geht's zur nächsten Frage? Ja, es geht definitiv jetzt zur nächsten Frage. Und zwar, welches würdest du lieber in den Kampf fahren? Eichhörnchen, Frosch oder Hummer? Ganz einfache Frage, Leute. Ich würde in den Kampf mit einem Eichhörnchen. Mit Eichhörnchen. Mr. Eichhörnchen. Bitte. Mr. Eichhörnchen, du wirst mich schon verteidigen. Komm schon, Eichhörnchen. Ja! Yes, 5 Punkte. Nice. Okay, das ist echt gut. Also, wir haben vielleicht 3 Fragen nicht richtig beantwortet. Aber bis jetzt läuft's gut. Viel besser als beim letzten Mal. Okay, wo ist die richtige Toilette? Wo geht's hier weiter? Ich glaube, wir müssen wieder da rein. Oder wir müssen da lang. Ich glaube, ja. Mit welchem Haushaltsgegenstand würdest du lieber kämpfen? Kämpfen? Einen Staubsauger, einem Toaster oder einem Mixer? Also der letzte, gegen den ich kämpfen würde, wäre ein Mixer. Ein Toaster wohl auch nicht. Ich würde gegen den Staubsauger kämpfen. Kennt ihr das Gefühl, wenn dieser Staubsauger so eure Haut saugt? Irgendwie, das ist so cool. Das haben wir alle schon mal gemacht. Ich würde gegen den Staubsauger kämpfen. Ich hoffe, ihr auch. So, es gibt Orte, wo man den Staubsauger nicht benutzen sollte, wenn ihr wisst, was ich meine. Und ich hab falsch. Es ist falsch. Oh nein.
Oh, hallo? Komm der nicht näher, Krokodil. Oh, Junge, der hat mich auch gar nicht berührt. Okay, wer sollte es jetzt als nächstes sein? Ein Staubsauger? Haben wir ja falsch. Ein Toaster? Vielleicht ist es der Toaster, weil die Leute denken, der ist klein. Oh, oder den Mixer. Weil es gibt die Folge in SpongeBob, wo man mit einem Baseballschläger einen Mixer zerstört hat. Und vielleicht war das das ja. Ich habe keine Ahnung. Aber es war ein Toaster. Okay. Und wir landen jetzt in der Kanalisation. Und ich glaube, Leute, jetzt wird's langsam ernst. Wir sind hier in den tiefsten Tiefen des Toilettenuniversums. Hier ist ja gar nichts. Wo ist denn die nächste Toilette? Wenn du irgendein Fahrzeug haben könntest, welches wäre es? Ein Sportwagen? Ein riesiger Roboter oder ein Privatjet? Ganz ehrlich. Also ein Riesenroboter, so zum Reisen. Oder ein Privatjet, weil man fliegen kann. Das ist eine schwierige Frage, weil ein Riesenroboter wäre schon cool. Komm, Leute, wo sind die Transformers-Fans? Wo sind die Transformers-Fans unter euch? Komm schon, Riesenroboter, Riesenroboter. Hä? Ich hätte den Privatjet nehmen sollen. Oh mein Gott, die spielen jetzt Bowling mit mir. Okay. Ich sortiere mich hier hin. Achtung, die Kugel kommt. Und... Boom! Strike! Okay, wisst ihr, was ich noch vor ein paar Minuten gesagt habe, wo es richtig gut lief? Ich würde das jetzt einfach mal ungeschehen machen, was ich gesagt habe. Ich würde sagen, nein, das gefällt mir nicht. Wäre es jetzt ein Privatjet oder ein Sportwagen? Es gibt ja Leute, die haben Flugangst, aber ein Privatjet ist das größte Luxus. Das ist am teuersten. Ich würde sagen, Privatjet ist auch am sinnvollsten. Also, und das sagen auch tatsächlich die meisten Leute. Yo, guck mal an, wo wir gerade sind. Wir sind jetzt hier in einem Ort. Das sieht hier echt geräumig aus, muss ich sagen. Gucken wir mal dort. Okay, ich habe nichts gesagt, Leute. Der Ort gefällt mir nicht. Der Ort gefällt mir überhaupt nicht. Wo auch immer ich hier bin, wie lange geht dieses Quiz noch? Die beste Option, um deine Hände in einer öffentlichen Toilette zu trocknen. Tuch, Handroller, Papiertaschentuch oder Heißlufttrockner. Interessant. Also dieser Tuchroller, ich habe den auch mal gesehen. Den habe ich sehr gerne benutzt, aber ich benutze Papiertaschentuch. Weiß nicht, so. Ist halt das Standardteil. Klar, das mit Hand trocknen, aber die Hände werden nicht komplett trocken, also. Mann, ey, ich hab die ganze Zeit falsch. Ich lieg. Was bist du? Stinky Poo. Bro, der stinkt. Bro, der. Boah, oh, oh, Junge, der hat mich jetzt ins Universum gefurzt, ey. Mann, ich krieg nichts mehr richtig hin. Vergesst nicht gerne mitzumachen, Leute. Ihr müsst euch auch vorher entscheiden, was ihr wollt. Ist ja auch egal, meine Entscheidung ist ja nicht immer richtig. Ihr könnt mich ja besiegen, wenn ihr was anderes nehmt als ich. Okay, komm, dann nehmen wir den Heißlufttrockner. Come on, nehmen wir den einfach. Na los. Und es ist richtig. Okay, Papiertaschentuch war eigentlich gar nicht so schlecht, aber ja. Für uns gibt es leider keinen Punkt an der Stelle, aber wir haben wieder die nächste Toilettenfrage. Und zwar heißt diese Lieblingsseife in öffentlichen Toiletten. Flüssigseife, Stückseife oder schäumende Seife? Ohne Witz, Freunde. Probiert es mal aus. Kauft euch, und das ist jetzt keine Produktplatzierung, von, ich weiß nicht mehr die Marke, aber die machen Schaumseife. Leute, es gibt nämlich nichts Angenehmeres als Schaumseife. Die Hände lassen sich so einfach waschen. Ich würde sagen, wir nehmen einfach mal die Schaumseife. Yes, Leute, nice. Okay, nächster Punkt. Jetzt haben wir 6 Punkte. Und ich glaube, für uns geht es jetzt ins nächste Universum. Es wird jetzt also noch schwerer werden. Naja, und da bin ich jetzt gespannt, wie schlimm wird es? Oh mein Gott, das sind nicht die Toilettenrooms, das sind die Horror-Kanalisationsrooms. Und jetzt gibt es 4 Sachen zum Fragen. Beste fiktive Eiscreme. Bester fiktiver Eiscreme-Geschmack. Chocolate Chip, Pfannkuchen, Cookie-Teig mit Brownie Blast, Regenbogen, Süßigkeitenwirbel oder tropisches Fruchtpartys. Ich würde Regenbogen nehmen. Das klingt doch so lecker, oder? Das klingt so ungesund, aber so lecker. Jetzt gehen wir mal durch die grüne Rutsche. Schon, Leute, enttäuscht mich nicht. Es ist richtig. Let's go, Leute. Weiter geht's, Freunde. Ich weiß nämlich nicht, wie viele Fragen noch kommen, aber jetzt sind es wirklich schwierige Sachen. Was ist das Süßigkeitenland? Ich habe davon noch nie gehört. Ich nehme jetzt aber Monopoly, oder? Monopoly.
Auch wenn viele Kinder das nicht mögen, ich glaube, es ist falsch. Es ist sowas von falsch. Es ist sowas von... Richtig! Nein, ich habe nichts gesagt, Leute. Es ist richtig. Kein Mensch mag Scrabble, merke ich gerade übrigens. Aber ja, das ist auch nicht verwunderlich. Es ist nämlich immer das gleiche Spielchen. Bester Geist. Slimer, Casper, Pac-Man-Geist oder das Snapchat. Snapchat-Geist, komm schon. Ey, das alleine fürs Meme. Der Snapchat-Geist. Come on. Nein! Oh Gott, was ist das für eine Dreckstoilette? Der hat mich angefurzt, angerülpst und bewirft mich mit Toilettenpapier. Das finde ich äußerst... Ich habe eine Toilettenrolle auf dem Kopf. Ich habe jetzt eine Toilettenrolle auf dem Kopf. Solange, bis ich nicht mehr Fehler mache. Okay, na gut, dann nehme ich einfach mal den Pac-Man-Geist. Pac-Man-Geist ist beliebter. Es ist auch falsch. Was ist denn hier los? Oh nein, die Piraten kommen. Die Piraten kommen, sie zerstören alles. Nein, ihr kriegt mich nicht. Ihr kriegt mich nicht. Vergesst es, ihr trefft mich nicht. Keine Chance. Ihr trefft mich nicht. Nein. Okay, Leute, ich weiß jetzt wirklich nicht. Casper, komm schon. Casper. Wow. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt echt nicht gedacht, dass es so beliebt war bei Kindern. Aber tatsächlich. Und es ist hier richtig dunkel, merke ich gerade. Kann man hier rein? Warte, das ist die nächste Frage, Leute. Wer ist der beste König? Mufasa, König Triton, König Midas oder König Kong? Kennt ihr nicht King Kong? Nein, ich meine König Kong. Ja, natürlich. Der einzig wahre König ist ja König Kong. Kong, ne? Komm schon. Ja, endlich. Es geht voran. Nächste Frage. Bester Bob. SpongeBob, Bob-Pa, Bob Lakaien oder Bob der Baumeister. Wenn das falsch ist, dann beende ich dieses Video. Wenn das falsch ist, beende ich dieses Video jetzt. Und es ist... Danke. Danke, Leute. Ich habe den Glauben nicht verloren an euch. Ihr seid krass drauf. Nächste Frage. Bester Peter... Peter das Kaninchen, Peter Parker, Peter Piper oder Peter Pan? Oh, ich weiß nicht. Peter Pan habe ich gehasst. Komm, Peter Parker, Spider-Man, Spider-Man, Spider-Man. Ja, Leute, ich bin back. Ich bin back in den Backrooms von den Backstreet Boys. Und jetzt bin ich super back. Denn der beste Bösewicht ist Darth Vader, Voldemort, Joker oder Gollum. Ich denke, Leute, diese Antwort ist auch ganz eindeutig. Wir müssen uns für Darth Vader entscheiden. Ich hoffe, dass viele, viele Leute Star Wars Fans sind. Darth Vader ist einfach... Okay, Leute, ich habe wirklich den Glauben an euch verloren. Ich glaube, ich bin eine Ente. Die Ente ist der Bösewicht Nummer 1. Darth Vader? Niemand von euch? Schreibt es in die Kommentare. Okay, vielleicht ein Joker? Weiß ich nicht. Also, Joker ist doch nicht so gut wie Darth Vader. Oder Gollum? Ich weiß nicht. Wow. Wow. Dreimal so viele Leute entscheiden sich für den Joker. Wirklich? Okay. Niedlichster Hamster. Oh, Sir Schnurrbart sieht süß aus. Dewey ist süß. Clevere Pfoten. Huscheln muss der süßeste sein, oder? Komm, ich will die Ente nicht verlieren. Ente, 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 ganz. Ey! Nice! Junge, wie lange geht das noch? Das ist ja wirklich das unendliche Ratespiel. Es hört nicht auf. Es ist das unendliche Labyrinth. Bester Dinosaurier. Brachiariotus, Cerereteratidotops, Salifilibalabalabalatom oder Tyrannidosaurus. Ich glaube, das ist der Rexy. Rexy, ich glaube an dich. Jeder liebt doch den Tyrannosaurus Rex, oder? Das habe ich doch gedacht, Leute. Das habe ich mir doch gedacht. Oh, warte. Ich glaube, hier geht's weiter. Die nächste Frage ist... Jetzt kommt's. Bester Zauberer. Dumbledore, Gargamel, Gandalf, Merlin. Okay, viele würden sagen Gargamel wegen den Schlümpfen. Aber Gargamel, ich habe ihn gehasst. Jeder liebt Dumbledore. Jeder liebt Dumbledore. Harry Potter wäre ohne ihn nichts und das sehen die meisten Leute auch so. Und Leute, ich glaube, wir sind entweder durch oder es geht hier jetzt in die Endstufe. Was? Ich habe jetzt die 30 Level geschafft. Wir haben eine neue Lebensversicherung. Habe ich es geschafft? Was passiert, wenn ich die Knöpfe drücke? Haben wir es geschafft? Ich glaube, wir haben es geschafft. Oder es geht noch weiter. Aber dann würde ich sagen, müsste ich hier das Video beenden und... Jo, wir haben es geschafft! Woo! Yeah! In
30 Minuten habe ich es geschafft, Freunde, alle Fragen richtig zu beantworten. Und ich habe es als Ente beendet. Ja, Mann. Und was ist das hier? Wähle eine Tür. Aber die Map habe ich probiert. Da bin ich nur nicht reingekommen irgendwie, weil mir die Rechte fehlen. Jo, ich komme doch rein. Die erste Frage, der bessere Trinkhalm. Ist es Papierstrohhalm oder Plastikstrohhalm? Schreibt eure Idee dazu jetzt gerne in die Kommentare. Und ich würde sagen, ich entscheide mich für das einzig Richtige, Leute. Und zwar ganz ehrlich, wer mag diese Papierstrohhalme? Also ich persönlich bin damit jetzt okay. Aber Leute, auf Ehrenbruderbasis, Kunststoffstrohhalme auf die 1. Und wir spielen dieses Spiel nämlich so, Leute. Entscheidet euch für euer Favoriten. Und wenn ihr richtig liegt, bekommt ihr einen Punkt. Wenn ich richtig liege, bekomme ich einen Punkt. Ich sag auf jeden Fall Kunststoff und deswegen, Leute, mal gucken, wie viele sich auch entscheiden. Wir spülen direkt und haben wir gewonnen? Ja, und zwar 700.000 zu 200.000 Stimmen. Okay, Leute, das heißt, der erste Punkt geht an uns. Und am Ende des Videos erfahrt ihr, wie viele Punkte ich habe. Und falls ich mehr hatte, müsst ihr den Kanal abonnieren. Ihr könnt es aber auch jetzt schon machen. Boah, Leute, okay, alles klar. Guckt euch mal diese ganze Sammlung an Toiletten an, die wir hier haben. Und hier sind sogar noch ein paar Wasserflecken, hoffentlich zumindest. Und hier sind auch ein paar Pissoirs, die da sind. Und ich glaube, da geht es auch schon durch die Rutsche, in die nächste Frage. Und wie viele Rutschen haben die hier? Ich meine, wie viele Toiletten? Hey, Bruder, was geht ab? Alles klar. Er hätte niemals gedacht, dass er in einem Badezimmer leben würde. Okay, na gut. Dann haben wir auf jeden Fall die nächste Frage. Hast du jemals deinen Lehrer versehentlich Mama genannt? Ja oder nein? Ich persönlich sage einfach nein, habe ich nie. Wahrscheinlich vielleicht in der Grundschule, vielleicht im Kindergarten. Nein, nicht mal im Kindergarten habe ich Mama gesagt. Ganz ehrlich, wer sich so vertut, das ist echt eine Beleidigung an eure Mutter. Also, ich sag nein. Mal gucken, Leute. Bin ich auch richtig? Lege ich richtig? Spüle ich richtig? Oh nein. Ich glaube, das war ein Fehler. Was? Homer Simpson? Donut! Donut! Oh, no, no! Was stimmt mit euch nicht? Als ob ihr die Lehrerin schon mal Mama genannt habt. Das ist ja krass. Also mir ist das, um ehrlich zu sein, nicht ein einziges Mal passiert. Aber krass, es ist der Mehrheit wohl passiert, die das abgestimmt hat. Aber gut, dann würde ich sagen, vielleicht haben sie das Wort Mam mit Mom falsch ausgesprochen. Das könnte es sein. Okay, krass. Einfach dreifache Menge hat das schon mal gesagt zu seiner Lehrerin. Aber gut, es könnte ja auch ein Lehrer sein. Vielleicht hat man ja auch Papa gesagt. Okay, wo geht's als nächstes rein? Let's go. Auf geht's durch die blaue Rutsche. Gehen wir runter oder hoch? Oh, wir krabbeln nach oben. Die nächste Frage. Du findest eine Spinne in einem wunderschönen gewölbten Netz. Was machst du? Schlagen sie herunter oder lass es sein? Lass es sein. Also, ich würde die Spinne einfach zerstören, Leute. Smash die Spinne. Zerstört die Spinne. Ich hoffe, ich liege richtig. Und es ist... Nein, was? Seid ihr alle nicht mutig genug? Wo sind wir denn jetzt? Hallo? Oh, einfach ein Schiff. Ein Piratenschiff. Bombenangriff. Wow, die greifen mich an. Nein, das heißt, ich habe das zweite Mal falsch gelegen, schon in Folge. Immer noch nur einen Punkt. Wie viele habt ihr? Schreibt es auch am Ende des Videos natürlich auch einen Highscore rein. Okay, also es sieht so aus, als hätte ich schon wieder einen Fehler gemacht. Ich muss wie ein Kind denken, aber ich war auch ein Kind. Ich bin ein Kind. Innerlich bin ich noch ein Kind, aber gut. Vielleicht bin ich halt einfach zu mutig, es mit der Spinne aufzunehmen. Aber ja, alles klar, dann schnorcheln wir runter und rein geht's. Und let's go, Leute. Fast das Doppelte hat sich dafür entschieden, die Spinne einfach in Ruhe zu lassen. Na gut. Oh, da hat jemand Backrooms-Cola verschüttet. Es gibt Backrooms-Cola. Was ist denn das? Okay, nächste Frage. Was würdest du lieber sein? Ein Roboter in einer Welt voller Menschen oder ein Mensch in einer Welt von Robotern? Also, glaube, wenn man ein Mensch in einer Welt von Robotern wäre, wäre man dort... Würde es da was zu essen und zu trinken geben? Und was würden die Roboter machen? Aber wenn ich ein Roboter wäre und in einer Welt von Menschen... Ich glaube, das ist eine schlechtere Welt. Ich glaube, Roboter handeln logischer. Ich würde lieber ein Mensch in einer Welt von Robotern sein. Und ich hoffe, die meisten stimmen mir zu. Und es ist... Was? Es ist schon wieder falsch. Leute, ich weiß, ihr seid neugierig. Warte, ist da eine Bowlingkugel? Leute, was? Die Bowlingkugel? Oh nein. Oh nein. Die Bowlingkugel kommt. Und... Strike!
Ich bin so schlecht heute in dieser Runde, Leute. Ich bin so unfassbar schlecht. Wieso kriege ich das nicht hin, irgendwie noch was richtig zu machen? Aber gut. Natürlich die Möglichkeit für euch, mich in diesem Video zu besiegen. Es ist nicht mal knapp. Die meisten wollen ein Roboter werden. Aber gut. Ihr könnt euch auch vorstellen, dass eine Welt unter Robotern viel schlimmer ist als in einer Menschenwelt. Und was ist denn das hier? Wir dringen immer tiefer in die Toilettenrooms rein. Und die nächste Frage. Du siehst eine Berühmtheit in der öffentlichen Toilette. Was machst du? Fragen sie nach einem Autogramm oder gib ihm oder ihr Privatsphäre. Also, oh Mann, das ist schwer zu sagen. Als Kind würde man bestimmt ausrasten, weil wenn jetzt noch ein Justin Bieber auf der Toilette ist, dann würde ich einfach beim Händewaschen sagen, yo, was geht ab, Mann? Kleines Selfie, wenn wir rausgehen oder so. Komm, ich mache auf dreist. Wir fragen nach dem Autogramm. Wenn man ganz lieb ist. Am Ende ist es falsch, ne? Am Ende ist es sowas von falsch. Okay, let's go. Oh nee, ich habe wieder falsch gemacht. Ich wollte doch Privatsphäre. Oh nein, Gummiente. Hallo? Ich bin eine Gummiente geworden. Oh Mann, Leute. Oh nee, jetzt bin ich eine Gummiente für immer. Gummiente for life. Okay, dann geben wir den lieben James Bond ein bisschen Privatsphäre auf Toilette. Finde ich sehr vernünftig, dass sich die meisten dafür entschieden haben. Ich habe es nur gemacht, weil ich aus der Sicht eines Kindes gedacht habe. Aber es war ziemlich knapp. Es war sehr knapp, muss man sagen. Na gut, was haben wir als nächstes, Leute? Die nächste Frage lautet... Wie kommt man denn da hin? So, der bessere Weg, um zu fliegen. In einer riesigen Luftblase oder auf einem riesigen Vogel? So eine Seifenblase, die platzt doch. Die platzt und du bist weg. Ich nehme den Vogel, weil du kannst den Vogel kontrollieren. Die Luftblase kannst du nicht kontrollieren. Also die Seifenblase. Also wer sich da jetzt nicht für meine Seife... Ja, let's go. Einmal wieder richtig, Leute. Und das heißt, ich habe jetzt endlich den zweiten Punkt freigeschaltet. Hui, oh Gott. Seit wann ist denn hier ein Pu... Oh nein, ich bin hier gefangen. Help me, help me, helfer, help me, I'm a step bro. Ich bin gefangen. Leute, ich werde nie wieder in einen dieser Pools reingehen. Und Junge, wie sieht denn das denn hier aus? Wer hat denn das hier gepflegt? Oh oh, wir haben sehr viele Toiletten. Das muss die richtige Toilette sein. Okay, die nächste Frage. Haben Außerirdische unseren Planeten besucht? Ich sag ja, Leute. Es muss irgendwann mal was... Ich sag ganz ehrlich, es gab mal Fälle. Da muss doch was passiert sein. Komm schon. Was? Leute, seit wann denken Menschen vernünftig oder wie? Nein, Pennywise, Hilfe, Hilfe, nein, oh, die Ente ist in der Luft und wir fliegen in den Weltraum. Hey Leute, kommt schon, Außerirdische, ich meine, ja, vielleicht gibt's sie nicht jetzt oder so, aber haben sie es jemals gemacht? Ich glaube schon, also gut, vielleicht haben die Eltern einen gesagt, es gibt keine Außerirdischen, genauso wie es gibt keine Geister und so. Und die Stimmung scheint auch ziemlich eindeutig zu sein und Junge, wer ist hier eingebrochen und hat die ganzen Wände zerstört? Das ist doch geisteskrank. Jetzt sind wir mittlerweile schon in der Dusche angekommen. Okay, in welcher würdest du lieber leben? In einem riesen Schuh oder in einem riesen Kürbis? Okay, ein riesiger Kürbis sieht bequem aus, sieht cool aus. Aber so ein riesiger Schuh, wie der aussieht? So ein dicker Sneaker-Villa? Ich glaube, ich würde lieber in einem Sneaker wohnen. Ich sag einfach, komm. Bitte einmal richtig liegen. Ja, ich liege richtig. Das ist der dritte Punkt. Let's go. Ich hole auf. Die schönste Blume. Rose oder Tulpe? So, für mich ganz klar die Rose. Tulpen sind schön. Aber ich würde sagen, es ist die Rose. Und deswegen habe ich 100% recht. Und ja, Mann, ich habe sowas von recht. Also, tut mir leid an alle Leute, die Tulpe gewählt haben. Die sind auch cool. Aber nicht die schönste Rose. Wo geht's denn hier entlang? Wo bin ich denn jetzt? Das ist ja mittlerweile schon eine Obby, die nächste Frage zu finden. Das schönste Insekt. Marienkäfer oder Schmetterling? Ich sage es euch so. Marienkäfer sind ganz süß, ja. Aber ein Schmetterling. Schmetterling for the wind. Das ist für mich. Es gibt Schmetterlinge mit verschiedensten Farben und so. Eine Marienkäfer hast du nur in einer Farbe und verschiedene Punkte. Und ich bin aber sowas von auf der richtigen Seite. Let's go. Drei Fragen richtig beantwortet. Das ist schon mal gut. Die Reise geht weiter. Dankeschön, Mr. Wissenschaftler. Jetzt geht's nämlich in die Supertoilette.
Toilette rein. Und ja, Leute, diese Toilette sieht erstmal sehr, sehr sicher aus. Sieht sehr cool aus. Aber ja, wir werden sie jetzt aktivieren. Was wird passieren? Drückt auf Abonnieren. Und let's go. Rein geht's. Oh mein Gott, ich glaube, das Quiz geht jetzt weiter. Okay. Es wird jetzt richtig creepy. Aber ich glaube, wir sind jetzt mittlerweile von den Toilettenrooms zu den Badezimmerrooms gegangen, oder? Was ist denn das nächste Quiz? Wo geht's denn hier weiter? Okay. Yeah, jetzt haben wir drei Toiletten auf einmal. Oh, jetzt wird's schwieriger. Was ist der beste Weg, einen Schneetag zu verbringen? Schlitten fahren, einen Schneeball bauen oder Schneeballschlacht? Also Schneeballschlacht ist schon cool. Aber Schlittenfahren habe ich am meisten gefühlt. Und Schneemann ist auch cool. Ich sag Schlittenfahren, weil es ist so schwer, das zu machen. Schneeballschlacht ist auch sehr cool. Aber Schlittenfahren, Leute, das bockt am meisten. Komm schon. Ich hab nicht recht. Oh mein Gott. Oh Mann. Oh nein. Die Kacke kommt zu... Oh. Oh, Bruder. Oh nein. Ah, Bro, bitte. Ah, nein. Ey, bitte lass mich jetzt nicht zu Kacke werden. Nein! Nein, Alter! Ich bin Kacke mit Schuhen. Nein, ich hab nicht Kacke auf meinem Schuh, sondern ich bin... Ich bin die Gefahr, Skyler. Okay, dann kommt schon, Schneeballschlacht. Ich hatte schon eine Befürchtung. Ich glaube, es ist Schneeballschlacht. Oder? Ja. Aber Schlittenfahren war jetzt nicht so schlecht. Kein Punkt für mich leider. Okay, was ist denn das jetzt hier für ein Labyrinth? Ich glaube, es geht hier lang. Da müsste es lang gehen zur nächsten Frage. Und da ist sie auch schon. Wenn du ein Haustier haben könntest, welche wäre es? Ein Riesenpanther, ein Elefantenbaby oder einen sprechenden Papagei? Ich glaube, Leute, so ein Riesenpanda ist gefährlich. Ein Elefantenbaby klingt süß. Nehmen wir den Elefantenbaby. Komm. Boah, die Riesenkacke wird durchgespült. Oh, wer wurde da? Das ganz tief in Meer. Nicht SpongeBob Schwammkopf, denn ich habe diese Frage falsch beantwortet. Och, nee. So, Bruder, jetzt macht er mich. Yo. Leute, ich will das nicht mehr. Okay, dann nehme ich halt eben Riesenpanda. Oder weißt du was? Nehmen wir den sprechenden Papagei. Ich glaube, der sprechende Papagei klingt eigentlich ganz nett. Und es ist richtig. Leider habe ich trotzdem keinen Punkt bekommen. Elefantenbaby hätte sich fast keiner davon entschieden. Die meisten hätten den Riesenpanda genommen. Okay? So, was ist der beste Weg, einen regnerischen Tag zu verbringen? Tanz im Regen, Brettspiele spielen oder Filme anschauen? Bitte, Leute. Bitte enttäuscht mich nicht. Wählt etwas aus und ich würde sagen, ich gebe euch gleich die Antwort. Wir gehen nämlich jetzt straight in die Röhre und ihr werdet nicht erfahren, was ich genommen habe. Es ist... Nein. Leute, hier beende ich es. Hier Brettspiele spielen. Warum spielt ihr keine Brettspiele? Wieso ist Brettspiele nicht die Nummer 1? Wenn ihr jetzt alle sagt, Filme schauen... Wenn ihr jetzt sagt, Filme schauen, dann beende ich das Video, weil ich weiß, es ist ja bequem, wenn man dann Filme schaut, während es regnet draußen und man muss nichts drin machen. Aber bitte, Leute, Brettspiele, kommt schon. Bitte geht mal weg vom Fernseher, ich weiß. Am liebsten würde ich gerne noch eine vierte Option haben, wo Zocken draufsteht, weil dann würde ich das nehmen. Und ja, Leute, die meisten entscheiden sich für Filme anschauen. Und ich weiß nicht, wo ich hier bin, aber ich glaube, jetzt kommt, glaube ich, die letzte Frage. Also wir machen jetzt noch eine Frage machen wir noch, Leute. Das Schlimmste, um in einer öffentlichen Toilette an einem Schuh festzustecken. Kaugummi, Pflaster oder feuchtes Toilettenpapier. So feuchtes Toilettenpapier ist schon schlimm, aber Kaugummi kriegst du nicht raus. Kaugummi kriegt man nicht raus. Denken die meisten Menschen so wie ich? Oder sind es überhaupt Menschen? Es sind keine Menschen. Tut mir leid, Leute, aber ich muss das Video jetzt beenden. Also es tut mir leid. Vor allem, wenn ich jetzt diese Wand sehe. Die Wände, sondern okay. Ich wurde von einer Toilette angerülpst und mit Toilettenpapier beworfen. Und jetzt habe ich Toilettenpapier auf dem Kopf. Das war's jetzt komplett. Hiermit beende ich, Leute, diesen Part. Wenn ihr den nächsten Part haben wollt, schreibt es in die Kommentare. Ich gebe euch jetzt meinen Highscore. 5 Punkte. Das war nicht gut. Aber vielleicht habt ihr ja noch schlechter abgeschnitten. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Lasst den Daumen nach oben. Ach, Brettspiele. Ah.